Gute liebe Leute, wer hätte es gedacht? Es ist immer noch Winter, es ist immer noch kalt und es liegt immer noch Schnee. Aber das soll mich nicht daran hindern, für euch etwas am Grill zuzubereiten. Denn heute machen wir was richtig Cooles. Und zwar machen wir eine Tortilla-Torte bzw. einen Tortilla-Kuchen. Und wie ich diesen Tortilla-Kuchen gemacht habe, bzw. Tortilla-Torte, das wisst ihr ganz genau. Das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich weiß, liebe Leute, ich bin diese Woche wieder ein bisschen spät, aber lieber spät als gar nicht. Heute gibt es einen Tortilla-Kuchen, Tortilla-Torte, wie auch immer man das Ding nennen mag, sucht euch etwas aus. Das habe ich jetzt des Öfteren schon im Internet gesehen, aber diese ganzen Rezepte, die sind mir immer zu mexikanisch angehaucht mit Bohnen und Mais und immer wieder dasselbe. Nee, das will ich nicht. Ich habe gedacht, ich mache mein eigenes Ding und das zeige ich euch heute. Ich habe hier als erstes eine halbe Gemüsezwiebel, die ich in ganz grobe Würfel schneide. Ihr könnt aber auch eine ganz normale Zwiebel nehmen, also eine normal große Zwiebel nehmen. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt eine Gemüsezwiebel nehmen, weil die ist ja auch schon recht groß, ne? Und dann muss man mal gucken, was man mit der anderen Hälfte macht. Deswegen versuche ich das immer hier so ein bisschen zu verwursten. Dann habe ich hier einen Becher saure Sahne. Ich steche den Boden des Bechers immer so ein bisschen ein, damit da Luft dran kommt und dann flutscht die saure Sahne einfach so raus und das ist großartig. Klappt mit Creme Fraiche und Schmand auch sehr gut. Bei Joghurt klappt das nicht ganz so gut, weil Joghurt ein bisschen flüssiger ist. Da muss man schon den Löffel zur Hilfe nehmen. Und natürlich wird das Ganze auch gewürzt. Ihr könnt gerne Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver nehmen. Da seid ihr völligst frei. Oder ihr nehmt wie ich, Achtung, jetzt folgt ein bisschen Eigenwerbung, meinen grünen Kobold. Wenn ihr mich regelmäßig verfolgt, dann wisst ihr, der Link zum grünen Kobold, den gibt es unten in der Infobox. Könnt ihr draufklicken, könnt ihr an euch bestellen. Unterstützt ihr meinen Kanal, unterstützt auch die Wirtschaft. Wer das nicht möchte, kann sich den grünen Kobold auch gerne nachmischen. Den Link verlinke ich euch mal da oben in der Ecke. Da seid ihr jetzt in eurer Entscheidung völlig frei, ob ihr ihn jetzt kauft oder selber mischt. Das ist dann euch überlassen. Und natürlich hat eine Torte oder ein Kuchen verschiedene Schichten und die werden wir jetzt herstellen. Ich nehme so einen Tortilla-Fladen oder wie man auch hier sagt, Wrap. Sagt man, ich glaube, man sagt nur in Deutschland Wrap, oder? Das sagt man doch in keinem anderen Land auf der Welt, oder täusche ich mich jetzt? Also für mich ist das ein Tortilla-Fladen und da gebe ich jetzt Rinderhackfleisch drauf. Und das relativ dünn. Macht's nicht zu dick, macht's wirklich nur ganz dünn auf den Fladen drauf, weil das unterstützt dann den Garvorgang nachher im Grill. Dann geht das Ganze besser. Weißt du, wenn nämlich zu dick, dann Gargrad, dann dauert zu lange und dann kann sein, dass alles andere schwarz und innen noch rot ist. Das ist unangenehm, das wollen wir nicht. Deswegen dünn auftragen. 500 Gramm Hackfleisch reichen ungefähr für 4 Fladen. Beim letzten ist da nicht mehr ganz so viel drauf, aber den können wir irgendwo dazwischen quetschen. Und wenn wir das gemacht haben, dann schnappen wir uns den ersten Fladen. Und dann habe ich hier, mein Drachenpulver. Auch das bekommt ihr mit dem Link unten in der Infobox. Aber ihr könnt hier zum Würzen auch jeden x-beliebigen Rub nehmen, den ihr gerne möchtet. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr euch gerne bestellen oder auch nachmischen. Link verlinke ich euch mal da oben. Und dann kommen ein paar Zwiebeln drauf. Und hier habe ich Feta, den musste ich unbedingt drauf machen. Ihr wisst es, ich bin ein kleiner Feta-Schist und ich liebe diesen Schafskäse, weil es einfach super lecker ist. Und da gebe ich auch was drauf. Und dann kommt noch ein bisschen geriebener Käse drauf. Das ist jetzt eine Mischung. Ich habe ein bisschen Emmentaler genommen und ein bisschen Gouda genommen. Aber ihr könnt natürlich den Käse nehmen, der euch am besten schmeckt. Dann nehme ich mir wieder einen Tortilla-Fladen mit Hackfleisch. Und da kommt jetzt etwas von unserer Creme drauf. Die verstreichen wir jetzt einmal komplett. Ihr seht es schon, wir machen nicht immer die gleiche Schicht, sondern Fleisch, Zwiebel, Käse, Gewürz. Und dann nächste Station ist dann Fleisch, Creme, wieder Zwiebeln, wieder Schafskäse und immer so weiter. Das dauert ein bisschen länger. Und liebe Leute, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und euch gefällt, was ihr hier so seht, oder vielleicht seid ihr ja auch schon länger auf diesem Kanal unterwegs, habt aber noch nicht abonniert, dann würde ich mich wirklich über ein Abonnement freuen, einen schicken netten Daumen nach oben, vielleicht drückt ihr ja auch noch die Glocke, dann werdet ihr informiert, immer wenn es ein neues Video gibt. Und ich bin ganz ehrlich, liebe Leute, drückt bitte die Glocke nur, wenn ihr das möchtet, weil
ich bin ehrlich, ich drücke auch nicht immer die Glocke von jedem Kanal, den ich abonniere, weil sonst kriege ich 6000 Mails am Tag von jedem, der ein neues Video hochlädt. Ne, macht das wirklich nur, wenn ihr das wirklich möchtet. Ansonsten freue ich mich auch über jeden Kommentar, denn mit euch in Kontakt zu treten, ist das eine ganz gute Möglichkeit. Ja, und ansonsten bedanke ich mich jetzt wirklich für euer Zuschauen, für euer Kommentieren und für alle, die jetzt schon abonniert haben. Ihr seid in Summe mittlerweile über 15.000, finde ich wirklich großartig. Und dafür, ich verneige mich jetzt vor euch, weil ohne euch würde das Ganze nicht ganz so viel Spaß machen. Ich würde es vielleicht weiterhin trotzdem machen, weil es mir halt Spaß macht zu grillen und zu essen. Aber mit euch macht es halt noch mal viel mehr Spaß, denn ihr seid quasi die Basis, ihr seid die Army, ihr seid einfach nur großartig und dafür ganz viel Liebe geht raus. Ich habe jetzt ein bisschen dieses Stapeln von diesem Kuchen ein bisschen hinausgezögert, denn das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Wir sind jetzt bei der letzten Schicht angekommen. Ich gebe jetzt noch ein paar Zwiebeln oben drauf und noch ein bisschen Feta. Und dann kommt der Deckel oben drauf. Und der Deckel ist natürlich ohne Hackfleisch. Der ist jetzt einfach nur so pur, ganz naturell. Ich drücke das Ganze noch mal ein bisschen nach unten, damit es auch ein bisschen mehr Festigkeit bekommt. Und dann gebe ich noch den Rest der Creme oben drauf. Das ist so die letzte Schicht. Das ist quasi unser Topping, unser Sahnekrönchen. Auf jeder Torte gibt es ja mal so ein Sahnekrönchen, ne? Und das ist quasi unsere Creme hier. Könnt ihr ruhig überall auch ein bisschen drumherum verstreichen. Das macht es nicht schlechter. Jetzt habe ich hier noch Speckwürfel, weil heute sparen wir nicht an Kalorien. Es ist Winter, es ist kalt, wir brauchen Energie, wir müssen uns aufheizen. Und ja, wir wissen, alle Heizkosten sind teuer, deswegen müssen wir das von innen machen. Deswegen sparen wir heute nicht an Kalorien. Und deswegen gibt es noch das Gute. Zum guten Schluss gibt es dann noch ein bisschen Käse oben drauf. Da könnt ihr dann so viel drauf machen, wie ihr Bock habt. Und dann sind wir mit den Vorbereitungen für unseren Tortilla-Kuchen, für unsere Tortilla-Torte auch schon fertig. Ich schnappe mir jetzt so einen Pizzaschieber, damit geht es nämlich am besten. Und damit watschel ich jetzt zum Grill. Den habe ich schon mal vorgeheizt auf indirekte Hitze. Das heißt, links und rechts, die Brenner sind an. Und in die Mitte habe ich so eine Plansche gegeben, einfach nur, damit es ein bisschen besser hält, ne? Ja, Temperatur im Grill 180 Grad. Das Ganze hat jetzt ungefähr eine halbe Stunde gedauert und jetzt wollen wir mal reinschauen. Und so sieht das Ganze aus und das sieht richtig köstlich aus, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Einfach nur großartig. Jetzt schnappe ich mir wieder meinen Pizzaschieber. Und ihr seht, das geht ganz gut. Er ist noch ein bisschen wackelig, aber wenn der ein bisschen abgekühlt ist, dann wird er auch ein bisschen fester, dann wird er auch schnittfest und dann kann man ihn richtig gut essen, weil so heiß würde ich ihn jetzt auch nicht essen, da verbrennt euch die Gosch. Das wird richtig, lasst ihn ein klein wenig abkühlen. So, liebe Leid, das ist meine Tortilla-Torte, mein Tortilla-Kuchen und den möchtet ihr vielleicht gerne mal nachmachen und damit ihr das könnt, braucht ihr folgende Zutaten. Ihr braucht Tortilla-Fladen, Rinderhackfleisch, eine Zwiebel, ein Becher saure Sahne, ein Becher Joghurt, ein bisschen grünen Kobold, Drachenpulver, Schafskäse, Speckwürfel und ein bisschen geriebenen Käse, liebe Leid. Und jetzt wird probiert. Und hier ist er, unser Tortilla-Kuchen oder Tortilla-Torte, könnt ihr nennen, wie ihr möchtet. Habe ich jetzt schon des Öfteren im Internet gesehen, aber die ganzen Rezepte haben mir irgendwie nicht so zugesagt. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst du dein eigenes. Und hier ist es. Und seht mal, sieht das nicht hervorragend aus. Ich werde es auch gleich probieren. So. Es ist schweinekalt. Es liegt nicht nur Schnee, es ist auch noch schweinekalt. Ich bin mal gespannt, ob das hier noch warm ist. Ja, nur ein bisschen. Soll ich dazu jetzt noch was sagen, liebe Leid? Soll ich dazu noch was sagen? Boah, ist das geil. Man soll ja geil eigentlich nicht sagen. Aber das ist so mega gut. Boah. Liebe Leid. Das müsst ihr nachmachen. Unbedingt.
für Leute, die keinen Grill haben. Ganz egal, das geht im Backofen genauso gut. Aber ihr müsst das nachmachen. Ja? Und damit ihr das nachmachen könnt, ihr wisst Bescheid, ihr müsst abschalten. Aber vorher, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. Boah, ich muss das ganze Ding jetzt essen. Boah, ist das lecker, ey. Mmh. 'Cause I've been running.